Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Wie ihr seht, habe ich gerade Sportklamotten an. Es ist morgens und es ist gutes Wetter. Und das werde ich jetzt mal ausnutzen, um laufen zu gehen. Ja, eigentlich gehe ich nie laufen, aber warum auch nicht? Ich war diese Woche zweimal im Gym, habe Oberkörper, Unterkörper trainiert, also ne, an jeweils zwei getrennten Tagen. Und dann habe ich ein Home-Workout gemacht. Und naja, jetzt gehe ich laufen, habe ich viermal in der Woche Sport durch. Später gehe ich noch zu so einem Yoga-Picknick-Treff. Das wird auch mal ganz spannend. Und ich habe mich heute mal wieder gewogen, denn ab morgen startet mein Cleanse, den ich mit der Gastfamilie durchführe. Das habe ich ja bereits in meinem Instagram-Post erwähnt. Da werde ich 7 Tage lang clean essen, also auf Gluten verzichten, auf Zucker, auf Koffein, alles Mögliche, ich habe das jetzt gar nicht im Kopf. Auf jeden Fall isst man da sehr viele Salate und Smoothies und aber auch Quinoa und sowas. Und auch ein paar gute Öle. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich das bei mir mental und körperlich auswirkt. Also abnehmen möchte ich eigentlich nicht. Ich kann euch mal hier mein Gewicht einblenden. Mein derzeitiges Gewicht ist, wie ihr gesehen habt, 54,3. Ich hatte mich mit einer Jogginghose und ein T-Shirt gewogen, also würde ich mal sagen 54 einfach. Und ja, also ich werde auf jeden Fall versuchen, jeden Tag zu filmen, auch halt die Gerichte und ja, dann halt so ein paar Körperupdates vielleicht auch machen. Also das ist so ein Programm, das kann man hier kaufen in Dänemark. Das haben meine Gasteltern halt einfach für mich bezahlt. Das heißt Get Real Healthy, das kommt irgendwie aus Amerika. Und ja, jetzt habe ich Sportklamotten an. Und werde mal zum Strand hin joggen und ich werde mein Handy auch mitnehmen für Musik und so. Und dann kann ich euch mal ein paar Einblicke zeigen. Das sieht, glaube ich, echt schön aus, weil die Sonne scheint und so. Also, bis gleich. So, ich bin fertig. Mein Zopf. Hat sich gedacht, er wandelt sich mal so zu so einem Sidezopf um. Aber egal, ich bin eh so gejoggt. Irgendwie war mir das zu windig. Und man sieht gar nicht, wie rot ich bin. Doch ein bisschen. Tat richtig gut. Kann ich empfehlen. Ich habe leider nur mit meinem Handy so die Natur gefilmt. Die Kameras wäre jetzt echt ein bisschen dumm gewesen, die mitzunehmen. Ja. Ich kann hier mal vielleicht ein kleines Body-Update machen. Also ich finde, bei mir sieht man immer ganz gut, dass mein Rücken, mein Lat, der geht und meine Schultern, finde ich, sind auch immer relativ rund. Aber natürlich habe ich jetzt nicht vor, die breiteste ever zu werden. Ja, Trizeps sieht man eigentlich auch immer. Bauch, naja, ihr wisst ja, das ist ja so meine Schwachstelle. Ja, Schultern sieht man eigentlich immer ganz gut. Weiß nicht, ob ihr das seht. Bauch, ich habe halt immer dieses Bauchfett hier, ne? Ja, ich meine, ich liebe auch Kohlenhydrate. Kohlenhydrate speichern ja auch Wasser. Aber, naja, wir werden mal sehen. Vielleicht geht das hier ja weg, wenn ich diesen Cleanse mache. Ich bezweifle es, aber naja, ich werde auf jeden Fall weiter trainieren. Und mal Rückenperspektive. Ich weiß nicht, ob man da was sieht. Ich habe vorgestern Rücken trainiert oder gestern. Keine Ahnung. Ich muss gleich erstmal duschen. Wo gibt es heute nichts zu sehen? Ich gehe jetzt duschen und dann wird erstmal gefrühstückt. Okay, I keep it simple. Es gibt jetzt einen Apfel und dann einfach nur Haferflocken mit Chiasamen, Wasser, Zimt, eine halbe Banane, Blaubeeren und eine Himbeere. Die anderen waren leider alle vergammelt. Ja, das lasse ich mir jetzt schmecken.
ja, wie das Leben so spielt, ist doch nicht Wait, so dem... Wait, you didn't put my hot dog in here. Wait, delete it. Okay. Wie das Leben so spielt, ich habe es heute doch nicht zu dem Yoga-Treffen geschafft. Ich habe mit der Mutter ganz viel vorgekocht, habe ich euch ein bisschen abgefilmt. Und jetzt gehe ich gerade mit meiner Freundin zur Kirche. Ja, wir gehen zur Kirche. Und ja, mein Abendessen wird ganz provisorisch so aussehen. Schokoreiswaffeln. Und ja, mein Kirchenoutfit ist auch ziemlich gut. Und ja, jetzt sind wir spät dran und gehen jetzt zur Kirche. Ja, wie ihr gehört habt, ist da eine Bombenstimmung in der Kirche und dann werden halt noch Vorträge gehalten, die sich dann schon um das Thema Jesus und Bibel drehen, aber die auch echt gute ja, Tipps oder Ratschläge einfach so mit ans Leben gehen. Also das geht auch viel in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung, muss ich sagen. Und ja, da wird eben noch ganz viel gesungen und getanzt. Und ja, das macht auf jeden Fall Spaß, dahin zu gehen. Da werden wir, glaube ich, noch des Öfteren hingehen. Und anschließend sind wir dann noch zum Bahnhof gegangen und da habe ich mir in so einem Café ein Sandwich geholt mit Tomate und Avocado. Und dann habe ich einen Freund abgeholt, der dann bei mir geschlafen hat. Ja, das war dann auch schon alles, was ich an dem Tag gemacht und gegessen habe. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.